In der heutigen Sitzung soll es um das lateinische Mittelalter gehen. Genau genommen müsste der Titel heißen, das nicht nur lateinische Mittelalter, denn obwohl es natürlich zunächst darum geht, die Bedeutung des Lateins für das Mittelalter zu unterstreichen, möchte ich am Ende natürlich auch darauf eingehen, was denn am Mittelalter nicht lateinisch ist. Denn für die Romanistik sind natürlich die entstehenden romanischen Sprachen von besonderem Interesse. Dennoch muss man sagen, die Schriftsprache des Mittelalters ist eben das Lateinische. Und deshalb passt es eigentlich, dass man von einem lateinischen Mittelalter spricht. Hier ist natürlich gemeint das Mittelalter in Westeuropa, im Abendland, also im christlichen Europa, und das ist eben lateinisch geprägt. Ja, wenn wir vom Mittelalter sprechen, dann sehen wir schon, nur Mittelalter, Mittel, das ist irgendwo dazwischen. Und da müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Zeiträume jetzt periodisieren. Und dazu gibt es Ansätze, insbesondere für die Sprachgeschichte des Französischen. Das interessiert uns jetzt hier nicht so sehr. Gibt es eine sehr schöne Arbeit von Gabriele Eckert 1990 im Lexikon der romanistischen Linguistik, Band 5. Das ist der Band über die Galloromania, Band 5.1. Dort das Kapitel 336. Dort erläutert Gabriele Eckert, wie man vor allen Dingen die Sprachgeschichte eben, beziehungsweise auch die Kulturgeschichte, sie geht dann gleich über die Sprache hinaus, periodisieren kann. Darauf baue ich hier so ein bisschen auf, aber ich mache hier nicht die Sprachgeschichte, sondern eben überhaupt die Frage nach der Abgrenzung des Mittelalters. Und da hat man natürlich dann, wenn es nicht nur um die Sprache geht, noch ein paar andere Anhaltspunkte, vor allen Dingen natürlich historische. Also gerade für den Anfang des Mittelalters gibt es historische Hinweise. Oft wird gesagt, dass die sogenannte Völkerwanderung eine Rolle spielt. Völkerwanderung eben, da ziehen eine Reihe von ja, Volksgruppen einmal von Osten nach Westen. Das sind vor allen Dingen die Hunnen, 375, und dann eben, also ab 375 kommen die also nach Europa. Und die anderen wichtigen Ereignisse sind dann, also folgen dann natürlich, gibt es noch weitere Bevölkerungsverschiebungen. Letztlich dann die Langobarden, die nach Italien kommen, also germanische Stämme, gut, die kommen schon die ganze Zeit nach Italien, aber dann sehr wichtig, 568. Und da sagen natürlich viele, dass das offenbar das Ende der Antike sei. Aber das ist natürlich nicht an einem Ereignis festzumachen, sondern am besten an einer ganzen Reihe von Ereignissen. Und dennoch hat man oft so ein Datum, nämlich das Ende des Weströmischen Kaisertums, 476, wird dann gesagt, gut, das ist jetzt das Ende der Antike. Ja, ob es das nun wirklich genau trifft, ist die Frage. Ein Aspekt, der oft übersehen wird, der sicherlich auch eine Rolle spielt, ist die Ausbreitung des Islams ab dem 7., 8. Jahrhundert, der dann im 8. Jahrhundert tatsächlich sich ja auch in Nordafrika festsetzt und sogar nach Spanien reicht. Und wenn man tatsächlich so ein Gesamtbild der Romania haben will, die eben auch in dem Fall die untergegangene Romania in Nordafrika einschließt, wir sprachen schon davon, dass da eben das Lateinische wichtig war und dann eben auch romanische Sprachen, also in Bezug auf Augustinus. Die verschwinden dort natürlich mit der arabischen oder islamischen Eroberung. Und dann eben Al-Andalus, also praktisch ganz Spanien oder die ganze Iberische Halbinsel, bis auf so ein paar nördliche Gebiete, die dann eben ja, arabisch und islamisch sind. Und das ist natürlich schon
auch ein ganz wichtiger Faktor, insbesondere wenn man die ganze Sache hier gesamtromanisch sehen, beziehungsweise das gesamte Abendland sehen. Aber da dann eben auch die Historiker sehr auf das Lateinische bezogen sind, auf das lateinische Mittelalter, wird der Islam oft übersehen, der hier ja sehr wichtig ist. Und das Interessante ist, dass man den Beginn des Mittelalters mit der islamischen Expansion verbinden kann und das Ende des Mittelalters dann ja eben auch wieder eventuell mit dem Islam in Verbindung bringen kann, wie wir gleich noch sehen werden. Aber es gibt noch andere Hinweise. Jetzt insbesondere auch bei Gabriele Eckert ausgeführt, metasprachliche Hinweise. Da ist insbesondere das Konzil von Tours 813. Und in dem Konzil von Tours wird festgelegt, dass man jetzt nicht mehr auf Latein predigen solle, also die Geistlichen sollen nicht auf Latein predigen, sondern in den Volkssprachen, weil offenbar das Lateinische nicht mehr genug verstanden wird. Und da haben wir eben jetzt diesen Hinweis, deshalb metasprachlich, auf die Sprache, dass eben das Latein als gesprochene Sprache jetzt ausgedient hat, obwohl es jetzt erst eben diese wichtige Rolle der Schriftsprache des Mittelalters hat. Da ist also die Frage, die müssen wir uns dann auch heute noch mehrmals stellen, inwiefern eben das Lateinische überhaupt im Mittelalter gesprochen wurde. Man hat immer so die Vorstellung, naja, wenn die Leute Latein schrieben, sprachen sie vielleicht auch Latein, aber das ist ja nicht zwingend. Ne? Also die Schriftsprache kann ja eine andere sein als die gesprochene Sprache. Und offenbar war das auch im Mittelalter der Fall. Also man kann sagen, das Mittelalter ist charakterisiert durch eine Mehrsprachigkeit, und zwar durch eine unausgewogene Mehrsprachigkeit. Die Schriftsprache ist eben eine andere als die gesprochene Sprache. Und da spricht man eben auch von Diglossie, Diglossie, eine unausgewogene Mehrsprachigkeit. Auf der einen Seite haben wir die Schriftsprache, das Lateinische, und die gesprochene Sprache, die irgendwie anders ist. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, naja, die Leute müssen sich ja irgendwie auch vielleicht, wenn sie gereist sind, untereinander verständigt haben. Gerade die Klöster waren in Kontakt, das werden wir auch gleich noch sehen. Und vielleicht haben die dann untereinander Lateinisch gesprochen. Und ja, es gibt Grund zu der Annahme, dass das vielleicht doch nicht so ausgeprägt war in der Liturgie. Da hat man dann Lateinisch gesprochen in den Klöstern, aber wenn man dann unter sich war, auch mit Gästen hat man möglicherweise anders gesprochen, hat dann vielleicht in der eigenen romanischen Sprache gesprochen und die anderen mit etwas anderer romanischen Sprache haben das dennoch irgendwie verstanden. Es gab ja nicht das Bewusstsein, dass das dann eine andere romanische Sprache ist. Da sprach man halt ein bisschen anders. Und jeder sprach ein bisschen anders, weil es ja keine Nationalsprachen wie heute gab. Es gab das Lateinische. Ja, und dann hat jeder so gesprochen, wie es ihm oder ihr passte aufgrund seiner oder ihrer Herkunft. Und dann hat man sich dennoch irgendwie verständigt. Denn die romanischen Sprachen waren ja nun auch erstmal sehr ähnlich. Die haben sich erst im Laufe der Zeit mehr auseinander entwickelt. Und heute, wenn ein Franzose Französisch spricht und ein Italiener Italienisch werden, die sich nicht mehr gut verstehen können. Aber eben hier im frühen Mittelalter war das offenbar noch kein wirklich großes Problem. Und da konnte man sich auf diese Weise verständigen, wie es ja auch heute vielleicht noch möglich ist zwischen Leuten, die Spanisch sprechen und Leuten, die Italienisch sprechen. Ja, also da ist dann schon eine gewisse Möglichkeit. Ja, und von daher muss man vielleicht sagen, dass dieses Latein, was geschrieben wurde, eben doch nicht das gesprochene Latein war. Ja? Gesprochen wurden die Fortsetzer des gesprochenen Lateins in romanischen Sprachen, die vielleicht im Bewusstsein, in ihrer Unterschiedlichkeit noch nicht so richtig akzeptiert waren. Aber das war eben die gesprochene Sprache, ne? Romani Cheloqui, ne? Romanisch sprechen, und also römisch sprechen eigentlich. Aber das Schriftlatein war
dann eben doch noch mal was anderes. Das musste man dann auch besonders lernen. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Es gibt dann schließlich eben Textzeugnisse, die man auch als Kriterium für die Periodisierung annimmt. Nämlich zu einem gewissen Zeitpunkt tauchen jetzt nicht lateinische Texte auf. Das ist ja auch klar, wenn die gesprochen werden. Aber wenn jetzt irgendwie es einen Grund gibt, auf die gesprochene Sprache zu referieren, dann tauchen eben tatsächlich auch andere Texte auf. Und die kann man auch nehmen zur Periodisierung. Man kann sagen, sobald solche Texte auftauchen, also nicht nur der Hinweis, dass das Latein ausgedient hat als gesprochene Sprache, wie im Konzil von Tours, sondern auch tatsächlich dann Texte in einer anderen Sprache, die man plötzlich eben auch geschrieben findet, wenn auch nur sporadisch. Und das ist das Zeichen für das Mittelalter, dafür, dass die Antike jetzt vorbei ist. Und ein solcher früher Text, auf den wir dann auch noch kommen werden, sind die sogenannten Straßburger Eide. Die sind eingebaut in einem lateinischen Text, der allerdings erst später entstanden ist, im 10. Jahrhundert, eine Chronik. Und da tauchen jetzt volkssprachliche Texte auf die wir dann auch noch kommen werden. Und möglicherweise ist das ja auch ein gutes Kriterium zu sagen, so jetzt haben wir nicht mehr die Antike, sondern das Mittelalter. So, das Ende des Mittelalters ist ein bisschen einfacher anzusetzen, denn wir haben ja hier für den Anfang doch einen gewissen Zeitraum, im Grunde von 375 bis 813, 842, das ist doch ein erheblicher Zeitraum. Das Ende kann man sagen, ja, mehr oder weniger um 1500 endet das Mittelalter. Und wir haben dann die sogenannte Renaissance, die Wiederentdeckung der Antike, eigentlich Wiedergeburt, aber findet die Bezeichnung Wiederentdeckung der Antike da besser. Das ist eben die Renaissance. Und die Renaissance beginnt in Italien vielleicht ein bisschen früher, am Ende des 15. Jahrhunderts. Und in den anderen romanischen Ländern und auch in Deutschland etwas später, also im Grunde im 16. Jahrhundert. Also das Jahr 1500 ist ein guter Schnitt. Ich habe das auch in meinen eigenen Forschungen immer sehr schön sehen können, wenn ich mit Manuskripten gearbeitet habe aus Mittelitalien. Dann konnte man eben gut sehen, dass die Manuskripte ihren Charakter ändern um 1500. Also ich konnte dann einfach den Manuskripten, die ich da vor mir hatte, schon von außen ansehen. Ja, das ist jetzt ein Manuskript von vor 1500 und das ist ein Manuskript von nach 1500. Und das ist eben dieser der starke Einschnitt, den man überall sehen kann. Also in diesem Fall in der Schriftsprache, aber eben auch in der gesamten Kultur, in den bildlichen Darstellungen, die eben diese Zeit prägen. Also da ist wirklich ein starker Einschnitt. Die Gründe für die Einschnitte, für den Einschnitt hatte ich schon genannt. Also zur Wiederentdeckung der Antike kommt es dadurch, dass Gelehrte aus dem übrig gebliebenen der Antike, aus Konstantinopel, vertrieben werden und dann eben zunächst mal nach Italien kommen. Deshalb geht das auch in Italien etwas früher los. Also 1553, die Eroberung Konstantinopels, die Gelehrten aus Konstantinopel, also sozusagen antike Gelehrte, und jetzt ist das keine Antike mehr, aber eben das, was sich darüber gerettet hat von der Antike, kommt jetzt eben in Italien an. Dann, wenn man besonders über die Iberische Halbinsel spricht, gibt es das Jahr 1492, das dort gerne auch als Annus Mirabilis bezeichnet wird, als Wunderjahr, weil dort so viele entscheidende Dinge passieren. Also die Eroberung Granadas, das Ende von Al-Andalus, die arabische Bevölkerung, islamische Bevölkerung, wird vertrieben aus Spanien und Granada, aus der letzten arabischen Bastion. Also Spanien wird rückerobert. Im Zuge der Rückeroberung, die ja schon lange andauert und eben nur den Endpunkt 1492 hat, gibt es natürlich auch noch andere
Dinge, die geschehen. Die Rückeroberer hören dann eben auch nicht auf im Süden Spaniens, sondern ziehen weiter in die Welt. Und ich glaube, man kann in den Impetus integrieren noch die beiden folgenden Ereignisse, also die Entdeckung Amerikas, das ist praktisch die Fortsetzung der Rückeroberung. Also Rückeroberung ist natürlich ein bisschen ideologisch. Also man sagt, man geht davon aus, ja, Spanien sei mal christlich gewesen, dann seien die Araber dahin gekommen und jetzt würde man es zurückerobern, aber das stimmt natürlich so nicht. Die Eroberung Spaniens durch die Christen, kann man sagen, und die macht dann nicht im Süden Spaniens Halt, sondern setzt sich fort, eben auch in der Entdeckung Amerikas. Das ist ja, das ist es, eigentlich die logische Fortsetzung davon. Und das Vertreiben der arabischen Bevölkerung bringt auch mit sich, dass man noch dort die Juden loswerden will. Die werden auch aus Spanien vertrieben, auch 1492. Und natürlich die Vertriebenen müssen jetzt woanders hin und setzen sich jetzt in anderen, lassen sich eben in anderen Gegenden des Mittelmeerraums nieder. Was eben auch wieder zu ja, Verbreitung des Wissens führt, was die eben mit dabei haben. Ne? Denn der Bildungsstand in der arabischen Welt in Spanien und vor allen Dingen auch unter den Juden in Spanien ist sehr, sehr hoch. Auch die Kenntnisse über die Antike. Und die kommen jetzt auch nach Italien und dort beginnt dann eben auch gerade die Renaissance früher. In Spanien tut sich auch was, also es gibt auch auf der kulturellen Ebene einen wichtigen Punkt, der auch 1492 stattfindet, also um das Annus Mirabilis dann voll zu machen, die erste spanische Grammatik erscheint, die Grammatik von Antonio Nebrija, und das wird dann auch gerne hier nochmal erwähnt, was uns zu einem anderen Aspekt der Periodisierung bringt und der Frage an das Mittelalter endet. Das Mittelalter endet im Grunde mit einem metasprachlichen Diskurs. Das haben wir bei den Brichers Grammatik natürlich in gewisser Weise auch, aber vor allen Dingen in Italien die sogenannte Questione della Lingua, die Frage der Sprache. Also welches soll jetzt die Sprache sein? Das treibt in Italien die Leute schon länger um, weil schon im Mittelalter Dante Alighieri sich Gedanken gemacht hat über die Sprache der Literatur. Aber jetzt in der Renaissance, wo man eben das Lateinische wieder entdeckt, entdeckt man eben auch die Sprachen, die nicht lateinisch sind, insofern, also man entdeckt, gut, die gibt es natürlich schon, aber man entdeckt, dass die ja vielleicht auch so funktionieren wie das Lateinische und dass man da eben auch Grammatiken schreiben kann und dass man die eben auch als Literatursprachen benutzen kann. Also nicht nur Nebrija macht sich da Gedanken, sondern gerade in Italien macht man sich da Gedanken, inwiefern eine neue Literatursprache vielleicht das Lateinische eben auch ersetzen kann. Also bis zur Renaissance war das Latein unangefochten und wurde sehr schlecht benutzt. Und dann hat man das Lateinische sozusagen wiederentdeckt, aber dann auch festgestellt, die anderen Sprachen könnten ja vielleicht auch benutzt werden. Und man könnte vielleicht auf der Basis der besseren Kenntnisse der lateinischen Grammatik, das ist ja auch bei den Büchern deutlich, der ist ja eigentlich auch ein lateinischer Grammatiker, aber man könnte doch auf dieser Basis jetzt auch die romanischen Sprachen mal in eine Grammatik bringen und sie eben auch als Literatursprachen benutzen. Das ist halt die neue Idee, diese Questione della Lingua, die eben auch die Renaissance kennzeichnet und damit eben die sogenannte frühe Neuzeit, das Ende des Mittelalters. Und natürlich ganz vorne der Buchdruck. Also es gibt sozusagen einen deutschen Beitrag zum Ende des Mittelalters. Der Buchdruck ist nicht zu unterschätzen. Das ist eine massive Änderung der Kommunikationsmedien. Jetzt kann man eben
Schriftlichkeit wirklich leicht verbreiten. Das ist nicht mehr elitär, denn es muss nicht immer alles abgeschrieben werden. Und dann gibt es halt nur wenige Abschriften, die dann eben vor allen Dingen in Klöstern verwahrt werden. Jetzt plötzlich ist, ja, kann jeder möglicherweise für wenig Geld sich ein Buch besorgen und Wissen kann sich auf diese Weise verbreiten. Also im 15. Jahrhundert erfindet Johannes Genzleisch, genannt Gutenberg, den Buchdruck in Mainz. Und das ist natürlich dann ein deutscher Beitrag. Allerdings, darauf habe ich schon verwiesen, ist der in Deutschland erstmal nicht erfolgreich. Die Mainzer Bürger halten nicht so viel von dieser neuen Erfindung. Das ging ja vorher auch. Das ist wieder diese Technologiefeindlichkeit, die wir bis heute in Deutschland haben. Und das Technologie- oder Technikskepsis, kann man vielleicht sagen. Und Gutenberg verlässt daraufhin Mainz, geht nach Norditalien. Und deshalb sehen wir wieder, Italien ist der Kristallisationspunkt für die Innovation. Und vor allen Dingen für diese Innovation mit dem antiken Bezug für die Renaissance. Also das Mittelalter endet sozusagen in Italien. Und der Buchdruck ist da sicherlich ganz, ganz wichtig. So, die frühe Neuzeit interessiert uns ja jetzt im Moment noch nicht so sehr, sondern eben das Mittelalter. Und da gibt es gewisse Charakteristika, die das Mittelalter ganz gut beschreiben. Das lateinische Mittelalter. Das Latein ist eben die universelle Schriftsprache des christlichen Westeuropas. Ich habe universell in Anführungszeichen geschrieben, weil danach die ganzen Einschränkungen kommen. Das christliche Westeuropa. Denn wir dürfen nicht vergessen, Griechisch ist in der orthodoxen Welt, das ist ja auch christlich, aber eben in Osteuropa wichtig. Und auch noch im östlichen Mittelmeerraum. Und eben dann natürlich das Arabische. Das ist eben sogar in Westeuropa wichtig, nämlich in Spanien, Andalus. Ja, dann haben wir natürlich in der Welt, deshalb universell passt nicht, auch noch andere wichtige Schriftsprachen, eben bereits die chinesische Schriftsprache, die schon sehr lange existiert. Und ja, also von daher, und das Universelle, was man manchmal in dem Zusammenhang liest, ist eben gar nicht so universell, aber doch sehr weitgreifend. Denn das gesamte christliche Westeuropa, also die sowohl die katholische Welt, nutzt Latein als Schriftsprache. Und zunächst als einzige Schriftsprache. Ja, dann ist das Mittelalter gekennzeichnet durch Kaiser und Papst, die eine wichtige Rolle spielen und auch einen Antagonismus bilden. Und Sie erkennen da schon die Ideen des Augustinus wieder, na, das irdische Reich und das himmlische. Und da sind eben diese Zuständigkeiten, Kaiser und Papst. Wobei natürlich bei Augustinus das eben schon offen war, inwiefern das himmlische Reich eben Einfluss auf das irdische hat. Und so will eben der Papst dann auch Einfluss auf den Kaiser haben, der nun wiederum auch in gewisser Weise auch geistlicher Herrscher ist. Man kann das sehr schön sehen an den Krönungsbildern, die mittelalterlichen. Da gibt es ja auch einige bei uns in der Staatsbibliothek in Bamberg, wo man dann eben auch sehen kann, wie der Kaiser eben auch in gewisser Weise von Gott eingesetzt wird. Auch wieder im Sinne von Augustinus, das sagt ja Augustinus so, dass die Kaiser nicht zufällig Kaiser sind, sondern eben doch von Gottes Gnaden. Die ganze Idee stammt ja auch von Augustinus. Damit hat der Kaiser auch dieses unmittelbare Verhältnis zu Gott und braucht nicht noch den Papst dazwischen. Der Papst sieht sich direkt als Stellvertreter Christi, aber im Grunde der Kaiser auch. Also ist auch irgendwie direkt unmittelbar von Gott eingesetzt und hat deshalb eben auch gewisses geistiges Potenzial. So, das ist natürlich eng verbunden mit der Gesellschaftsorganisation, die jetzt anders ist als in der Antike. Daran kann man das sicherlich auch festmachen. Denn die Ordnung des Römischen Reichs
die ja doch sehr strikt war, wo eben auch der Kaiser eine Rolle spielt. Und das in dieser Nachfolge sieht sich ja dann eben hier auch das mittelalterliche Kaisertum. Aber die Organisation funktioniert anders, denn wir haben in Rom natürlich gewisse Institutionen, die natürlich auch in den Provinzen vielleicht nicht mehr ganz so wirken, wenn man also weiter vom Zentrum der Macht entfernt ist. Aber irgendwie wirkt das römische Recht und es gibt so eine römische Gesellschaftsordnung. Und im Mittelalter ist das anders. Die römische Gesellschaftsordnung ist zerbrochen und stattdessen setzt sich da eine neue durch, die eben als Feudalismus bezeichnet wird. Da muss man sich vorstellen, das ist ja dann ein Problem, dass irgendwie alles etwas ungeordnet vielleicht ist und man eben doch gerne Schutz haben will und dann muss man sich eben an Leute wenden, die diesen Schutz liefern können. Das ist dann der entstehende Adel und ja, dann gibt es eben diese Lehensabhängigkeit, dass man zu jemandem geht und sagt, so, du beschützt mich und ich gebe dir dafür hier was ab und ja, so entstehen halt diese besonderen Abhängigkeiten des Feudalismus, der ja dann auch bis in die Neuzeit im Grunde weiter existiert, wenn wir schauen, dass es eben solche Strukturen gibt in einigen romanischen Gebieten, die man eben auch als Mafia oder so bezeichnet, wo tatsächlich eben wieder solche Abhängigkeiten sich zeigen, wie sie im Mittelalter üblich waren, aber dann eben die Normalität. Heute haben wir ja wieder staatliche Institutionen und diese Abhängigkeiten von einer Art Lehnsherr oder Feudalherr, das gibt es eben nur noch in diesen ja, diesen Strukturen, die eben außerhalb des Staates stehen. Aber diese Strukturen waren eben die des Mittelalters. Ja, das ist eben der Feudalismus, der eben auch was mit Adel zu tun hat, mit Rittertum zu tun hat. Und dann mit dem Kaiser auf der einen Seite. Und der Kaiser stellt sozusagen die Spitze der Feudalhierarchie dar. Und auf der anderen Seite der Papst, das ist eben wieder das Geistliche, wieder dieser Antagonismus, den wir von Augustinus kennen. Und das geistliche Leben spielt sich eben auch sehr stark in den Klöstern ab, die halt auch wichtig sind für die Konservierung und Weitergabe von Wissen. Und wir haben dann eben da eine, ja, nochmal eine andere Gesellschaftsstruktur in den Klöstern, die so ein bisschen außerhalb des Feudalismus steht. Während der Papst natürlich auch wiederum, ja, die Kirche organisiert sich auch in gewisser Weise feudal. Da gibt es dann eben auch wieder Bischöfe, die vom Papst oder vielleicht sogar vom Kaiser eingesetzt werden. Da gibt es halt auch einen Streit darüber, wer diese Bischöfe einsetzt. Und auch wieder solche Abhängigkeiten, die besser in den Feudalismus passen. Und daneben eben die Sonderorganisation durch die Klöster. Und das ist dann vielleicht auch nochmal, wenn man so will, das andere Reich im Sinne von Augustinus. Und der selber eben auch eine Klosterregel schon entwirft, obwohl natürlich die Klöster dann erst die Orden erst im Mittelalter entstehen. Also konkrete Orden, insbesondere dann natürlich die Bettelorden in der Nachfolge des heiligen Franz von Assisi, die dann gerade im Mittelalter eine besondere Rolle spielen. So, wir haben natürlich auch Texte, denn wenn man jetzt von einer philologischen Perspektive kommt, dann wird man sagen, okay, was wird denn so geschrieben im Mittelalter? Und da finden wir vielleicht eine andere Verteilung von Texten, als wir das heute so sehen. Es gibt zunächst mal eine ganze Reihe von Gebrauchstexten. Also wie gesagt, wir sprechen jetzt von lateinischen Texten. Und die nicht-lateinischen umfassen dann möglicherweise andere Textsorten. Aber die lateinischen Texte, das sind in der überwiegenden Zahl natürlich Gebrauchstexte. Also irgendwelche Texte, die man zur Verwaltung von Klöstern braucht. Aber unter Gebrauchstexte rechne ich hier auch Gesetze, Statuten,
Statuten, so was Ähnliches wie Gesetze, aber die haben nicht so ein, ja, so einen breiten, so eine breite Bedeutung. Statuten können zum Beispiel von irgendeiner Handwerkskammer kommen und so. Das ist alles ganz wichtig in der Organisation der mittelalterlichen Städte. Da will man halt eben genau wissen, wie funktioniert das, wer kann zu einer Zunft dazugehören, und diese Zünfte haben dann Statuten. Das sind dann eben auch vor allen Dingen Texte, die man nutzen kann, wenn man ja, wenn man halt Sprachen des Mittelalters untersucht. Verträge gibt es, das sind die sogenannten Urkunden, ne, mittelalterliche Urkunden, das sind dann eigentlich Verträge. Gut, eine Urkunde kann natürlich auch irgendeine gesetzliche Verfügung sein. Im Grunde sind das alles Urkunden, Gesetze, Statuten und Verträge. Die Klammer bezieht sich auf auf die drei. Und ja, die schaut man sich natürlich an, wenn man wenn man das Mittelalter kennenlernen will, auch die Sprache des Mittelalters, das Latein des Mittelalters, dann ist das eben dieses Urkundenlatein. Aber diese Dinge sind natürlich auch interessant, um etwas über das Leben im Mittelalter zu erfahren. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Liturgie, die ich hier auch mal unter Gebrauchstexte gefasst habe. Das sind also liturgische Texte, Gebete oder Lieder, die eben in der Kirche verwendet werden. Und die sind natürlich auch lateinisch, ganz klar. Jetzt haben wir noch eine andere Art von Textsorte, die ich jetzt nicht unter die Gebrauchstexte fasse. Im ersten Punkt, das sind alles irgendwie Gebrauchstexte, einschließlich der Liturgie. Denn da hat man ja auch einen Gebrauch, nämlich in der Kirche. So, jetzt gibt es noch eine andere Art von Texten, und die sind auch interessant. Da habe ich jetzt geschrieben Chroniken und Wissenstradierung. Also Chroniken, die beschreiben, wie die Vergangenheit war. Das ist wichtig, das brauchte man häufig zur Legitimation von Herrschaft zum Beispiel. War das wichtig? Und das ist eben auch schon so eine Form von Wissenschaft, die man jetzt vielleicht noch nicht Wissenschaft nennen kann, weil die wissenschaftliche Methode vielleicht an dieser Stelle noch fehlt. Aber es gibt eben die Notwendigkeit der Wissenstradierung, dass die Leute eben nicht nur einfach aufschreiben, was passiert ist, sondern auch über ja, wissenschaftliche Themen, wie gesagt, Wissenschaft passt in die Zeit nicht, eben entsprechende Texte verfassen, Wissenstradierung. Wissenstradierung ist natürlich auch, war natürlich dann auch entsprechend in Spanien das Arabische wichtig, aber eben auch das Lateinische. Das ist überall eben hier im christlichen Westeuropa eben auch die Sprache der Wissenschaft. Tradierung. Ja, und dann sind wir schon mit den Chroniken, sind wir schon mit so einem halben Fuß in Richtung Literatur, also Literatur im Sinne von Belletristik, weil natürlich diese Chroniken nicht nur Fakten aufschrieben, sondern eben auch Legenden und so weiter. Und dann sind wir bei den Heiligen Mythen. Die spielten natürlich eine wichtige Rolle. Man wollte die Geschichten von den Heiligen, die so erzählt wurden, und die ja auch eben für den christlichen Glauben eine gewisse Wichtigkeit hatten, die wollte man eben auch festhalten in geschriebenen Texten. Und deshalb besteht die Belletristik des Mittelalters, also die lateinische Belletristik, doch zu einem großen Teil aus Heiligenmythen. Ne? Also wenn wir uns lateinische Texte anschauen wollen und eben auch lateinische Literatur, dann Heiligenmythen. Und im Grunde sind diese Heiligen eben auch ganz wichtig für ja, das Christentum. Diese Geschichten dienen ja auch in gewisser Weise als Beispiel und zur Erziehung. Und das sind eben dann doch sehr interessante Texte, die dann eben auch von vielen inhaltlich gekannt werden, ne, bis heute. Die Legende des heiligen Martins, wie der da seinen Mantel teilt, das wird ja immer wieder nachgespielt, zu St. Martin. Und das ist eben so ein Text ursprünglich gewesen, der eben
populär war und eben dann weitererzählt wurde, aber der eben auch schriftlich fixiert ist. Ja, und jetzt haben wir schon was über Wissenschaft in Anführungszeichen gesagt. Also wie sieht die Wissensgesellschaft im Mittelalter aus? Ja, da beziehe ich mich auf Ernst Robert Curtius. Sie haben das Buch in der englischen Übersetzung, es war ursprünglich ein deutsches Buch von 1948, aber das ist leider auf Deutsch urheberrechtlich problematisch. Und Sie können in die Bibliothek gehen, das auf Papier sich anschauen. Franke, im Franke Verlag erschienen und auch immer wieder neu aufgelegt, mit dem Titel Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. Und dort gibt es eben ein Kapitel über die Wissensgesellschaft, über die Artes Liberales und dann auch über die Universitäten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zum Verständnis des Mittelalters. Was musste man lernen? Darum ging es. Das ist eben die Wissensgesellschaft des Mittelalters. Und man musste sich beschäftigen mit freien Künsten, den Artes Liberales. Und das waren die Inhalte, die zu lernen waren, die sozusagen die Wissensbasis des Mittelalters darstellten. Da gibt es drei sprachliche, die auch als Trivium, als Dreiweg bezeichnet werden, drei sprachliche Kompetenzen, Grammatik, also lateinische Grammatik natürlich, Dialektik, Rhetorik und vier sogenannte mathematische, wo uns das bei Musiker vielleicht jetzt nicht sofort einleuchtet. Also Musiker, Arithmetiker, Geometrie, Geometria und Astronomia, Astronomie. Genau, das sind die vier, das ist der Vierweg, das Quadrivium. Ja, und es gibt einen Merkspruch. Wie man sich die merken kann, da kürzt man die entsprechende Disziplin immer ab im Merkspruch, also Gramm loquitur, ne, die Grammatik spricht, dia vera docet, ne, die Dialektik lehrt das Wahre, die wahren Dinge, rhetorica verba ministrat, die Rhetorik leitet die Wörter. Musica canit, die Musik singt. Arithmetica numerat, die Arithmetik zählt. Geometria ponderat, wägt ab. Astronomia collit astra, sammelt Sterne. Ja, genau. Also Gramm loquitur, dia vera docet, re verba ministrat, mus canit. Ar numerat, geo ponderat, as collit astra. Und Sie sehen, das ist so ein bisschen zu merken. As astra kann man sich gut merken. Mus ist ja die Maus. Die Maus singt, kann man sich auch gut merken. Und auf diese Weise ist das eben ein Merkspruch, der dann eben kürzer ist und der dann eben auch leichter im Gedächtnis bleibt, wenn man halt die Disziplinen abkürzt. So, ja, wir schauen uns das noch ein bisschen genauer an. Trivium, Grammatica, Dialektika und Rhetorika. Was musste man da lernen? Naja, es gab eine antike Grammatik, spätantike Grammatik von Aelius Donatus, 310 bis 380. Und der hat eine Grammatik verfasst in zwei Teilen. Und der erste Teil war besonders wichtig, das wurde also auswendig gelernt dann im Mittelalter. Da geht es um die sogenannten Redeteile, die Partes Orationis. Die nannte Donatus Ars Minor. Und das ist eine ganz wichtige Schrift, auf die sich dann alle späteren Grammatiker bezogen haben. Also, wir hatten vorhin schon den Bricher erwähnt, der macht es eben nach dem Vorbild von Donatus. Wir werden dann wenn wir das Lateinische ein bisschen verlassen, auch wieder sehen, dass Grammatiken verfasst werden, wieder nach dem Vorbild von Donatus. Und im Grunde, also die Vorstellung von Donatus mit diesen Redeteilen, also die Wortarten, die er da zugrunde legt, dann wandelt er eine Wort nach der anderen.
Das ist natürlich etwas, was wir bis heute in der Schulgrammatik haben. Wenn Sie so eine typische Schulgrammatik nehmen, wie klein, klein, einer, dann ist die im Grunde ähnlich aufgebaut wie die Grammatik von Donatus. Da sehen Sie den enormen Einfluss, den diese spätantike Grammatik gehabt hat, auf alle späteren Grammatiken. Und im Mittelalter war der Name Donatus praktisch gleichbedeutend mit Grammatik. Ja. So, also da die Redeteile mussten gelernt werden, wie die heißen und no, wie die funktionieren, und dann eben auch die richtige Flexion. Wie gesagt, das Lateinische war ja dann eben eine Schriftsprache, die man wie eine Fremdsprache lernen musste. Und das tat man anhand dieses Systems von Donatus, und dann lernte man eben für die einzelnen Redeteile, wie sie sich verhalten, wie sie konjugiert werden, dekliniert werden, also die Flexion, die verschiedenen Flexionsklassen, klar, und das gehörte da alles dazu. Da musste man eben entsprechend perfekt sein, wenn man gebildet sein wollte. Da musste man eben Latein können, und ja, und man musste eben ja, das eben auch korrekt schreiben können, und das wurde eben hier vermittelt im Bereich der Grammatik. Also bevor man irgendwie in die tieferen Fragen von Wissenschaft einsteigen konnte, war eben der Grammatikunterricht doch ungeheuer wichtig. Also Grammatikunterricht heißt im Grunde Lateinunterricht. Ja. So, dann gibt es einen anderen Bereich, die sogenannte Dialektika. Dialektika lernte man im Grunde, wie man argumentiert, und letztlich sogar, könnte man sogar sagen, wie man zu denken hatte im Mittelalter. Im Zentrum der Dialektik stand der sogenannte Modus Ponens. Den habe ich Ihnen hier auch illustriert, wie das funktioniert. Und auf der Basis des Modus Ponens entsteht eben sowas wie auch eine argumentative Wissenschaft, die Scholastik, oh, oder Scholastik. Das ist eben ganz klar hier hervorgegangen aus dem Bereich der Dialektika. Naja, wie funktioniert das? Man muss also argumentieren, und zwar regelrecht argumentieren. Das heißt, wir haben eine Implikatur. Aus A folgt B, die man auch als Regel bezeichnen kann. Und wenn eben Ereignis A eintritt, dann muss eben Ereignis B auch eintreten. Man kann sich das jetzt so ein bisschen vereinfacht vorstellen an so einem Beispiel, was man immer überall findet zur Illustration, obwohl das wirklich ein sehr ein Alltagsbeispiel ist, was nicht sehr viel hergibt. Also wir wissen, wenn es regnet, ist die Straße nass. Also umgekehrt ist das nicht. Wenn die Straße nass ist, muss es nicht regnen. Da kann jemand Wasser ausgeschüttet haben oder uriniert haben oder irgendwas. Also wenn die Straße nass ist, kann das verschiedene Gründe haben. Aber wenn es regnet, muss die Straße nass sein. Es sei denn, wir machen eine Abdeckung drüber, aber das ist dann schon ein besonderer Fall. Und die kann man nicht überall machen, die Abdeckung. Also wenn es regnet, ist die Straße nass. Also wir sehen, es regnet, also ist die Straße nass. Das ist Modus Ponens. Und wenn man jetzt eine nasse Straße sieht, dann kann man sich fragen, könnte das was anderes sein als Regen? Aber vielleicht ist das auch Regen. Also man kann sogar andersrum schließen, aber das ist dann mehr ein Raten als ein Schließen. Man nennt das dann auch abduktives Schließen, wenn man halt sagt, so, was ist der Grund, warum die Straße nass ist? Es ist so viel nass, das kann nur Regen gewesen sein. Aber der normale Schluss über die Implikatur ist eben, es regnet und dann muss die Straße nass sein. Ja, und das war jetzt ein triviales Beispiel, aber bei vielen anderen Dingen kann man eben auf diese Weise argumentieren. Es gibt eben so, die Welt unterliegt eben solchen Regeln. Man glaubte dann auch, dass die irgendwie von Gott kommen. Diese Regeln müssen eben erfüllt werden, diese Implikaturen. Und dann kann man eben durch Kenntnis der Regel eben auch ungefähr sagen, was passiert. Und das nennt man eben auch erklären. Man kann also Dinge erklären auf diese Weise durch
Das Schließen mit Hilfe des Modus Ponens. Ja. Und diese Notation aus A folgt B und dann hat man A, also diese beiden Voraussetzungen, die Regel A, B und dann kommt A, dann folgt eben B. Das ist eben Modus Ponens oder wir können auch sagen, Modus Ponens hat eine Prämisse. Das steht über das, was über dem Strich steht. Und dann eine Konsequenz, das, was unter dem Strich steht. Und das ist eben der Punkt, Prämisse und Konsequenz. Und auf diese Weise, und das wird halt jetzt vermittelt, wie man auf verschiedener Ebene auf diese Weise eben argumentiert, und dann eben, ja, praktisch die Welt versteht, die Wahrheit versteht. Das heißt, der Vera Docet, die wahren Dinge werden gelehrt. Also solche Regeln halt zwingend sind und dann eben, ja, ist eben, wenn A wahr ist, ist eben dann auch B wahr. Das kann nicht anders sein. Ja, und dann geht es natürlich noch um die Rhetorik. Da musste man auch geschult sein. Ne? Zum Beispiel, wenn man am Ende vielleicht an irgendwelchen Prozessen teilnehmen wollte. Und da war das Vorbild jetzt die lateinische Rhetorik, insbesondere Cicero, hat da eine große Rolle gespielt. Und das ist eben auch der Grund, warum wir diese ja, gute Überlieferung der Werke Ciceros haben, weil das eben hier für die Rhetoriker wichtig war und man sich eben dann also an diesen Texten von Cicero eben orientierte. Ja. Gut, kommen wir zu den sogenannten mathematischen Künsten, also in diesem Fall dann das Quadrivium. Da haben wir zunächst mal die Musica. Dass Musiker etwas mit Mathematik zu tun hat, war eine Erkenntnis aus der Antike. Denn dann änderte sich die Tonhöhe, wenn man die Saite teilte, und dann konnte man tatsächlich mit so Verhältnissen arbeiten. Also das ging sehr stark in Richtung Arithmetik. Und deshalb war man der Meinung, dass Musik schon so was Mathematisches ist. Das Problem, was nun bestand im frühen Mittelalter, war, dass man Musik nicht aufschreiben konnte. Da ist hier ein berühmter früher Gelehrter, den man zitieren kann, Isidor von Sevilla, auf Lateinisch Isidorus Hispalensis, also wundern Sie sich nicht, das ist jetzt nicht der spanische Isidor. Oh, manchmal Isidorus Magister Hispaniae, der Lehrer Spaniens genannt. Das ist kein Tippfehler, Hispalensis, nur das L statt N muss verwendet werden, weil man im Lateinischen das Aufeinandertreffen von zweimal N vermeiden wollte. Also Hispanensis, nur das ist nicht so schön, da ist das eine N zu L geworden, Hispalensis. Der veröffentlicht 623 eigentlich seine wichtigste Schrift. Die hat den Titel Etymologiae sive origines. Etymologiae ist sozusagen das auf das Griechische zurückgehende Fachwort für die Ursprünge. Wir kennen heute das Wort Etymologie als Wortgeschichte oder Ursprung eines Wortes. Oder die Lehre vom Ursprung der Wörter, von den sogenannten Etyma. Aber hier hat es eine andere Bedeutung. Das bedeutet also sowas wie die ja, Ursprünge. Das macht er einmal mit diesem Fachwort, was die Leute eben nicht so gut kennen. Und dann kommt das normale lateinische Wort origines, Etymologiae sive origines. Und diese Art, etwas zweimal zu nennen, ist ganz typisch fürs Mittelalter. Also gerade bei Fachwörtern wird gerne noch ein anderes Wort hinzugestellt. Aber nicht nur da, wir haben das dann später auch sogar in der frühen romanischen Literatur, in der mittelalterlichen Literatur, die dann eben in romanischen Sprachen verfasst ist, dass es solche
Doppelnennung gibt. Und diese Doppelnennungen haben auch eine Bezeichnung, eine griechische Bezeichnung, nämlich Hendiadion. Da steht da das Wort auf der Folie. Das bedeutet eigentlich auf Griechisch Hen 1, Dia durch, Dion 2, also 1 durch 2. Und das sind eben solche Doppelnennungen. Das ist halt ganz typisch für mittelalterliche Texte, dass man eben, um klar zu sein, Dinge zweimal nennt. Wir werden noch weiter auf Isidor von Sevilla zurückkommen. Der bringt uns dann noch ein paar Künste näher, eben auch in diesem Fall die Musiker, beziehungsweise sagt er hier etwas, was das Problem umschreibt, was dann aber auch noch gelöst werden wird im Mittelalter. Er sagt nämlich: Nisi enim ad homine memoria teneantur, soni pereunt, quia scribinam possunt. No? Also da die da sie nicht, oder wenn, nein, wenn sie nämlich nicht in der im Gedächtnis der Menschen verbleiben, gehen die Töne unter, weil man sie nicht schreiben kann, weil sie nicht geschrieben werden können. Das zeigt das Problem. Man hatte keine Möglichkeit, Noten zu notieren. Und ja, das ist schon ein Problem. Es gibt schon ein paar Versuche, Noten zu schreiben. Ne, die Griechen hatten da schon so eine Idee, dass man da irgendwelche Buchstaben nimmt, die dann Noten bezeichnen oder Tonhöhen bezeichnen. In anderen Teilen der Welt werden auch solche Systeme, entstehen auch solche Systeme. Aber die Notenschrift, die ja so praktisch wäre, die wir heute haben, die wurde dann erst im 10. Jahrhundert, oder im Wechsel vom 10. zum 11. Jahrhundert erfunden, nämlich von Guido von Arezzo oder Guido Aretinus auf Lateinisch. Und da gibt es auch ein Bild, wie wir ihn da sehen, an seinem Schreibpult, wo er aber jetzt gerade keine Noten schreibt. Ja, und Guido von Arezzo, Arezzo ist eine Stadt in Mittelitalien, am Rande Umbriens, aber zwischen Umbrien und der Toskana, das gehört sprachlich schon zur Toskana, und ist so eine ganz interessante, ja, ein bisschen archaische Varietät des Toskanischen, und im Grunde natürlich auch noch eine schöne Stadt. Also wenn Sie da hinkommen, nicht nur sprachlich interessant, sondern eben auch als Stadt interessant. Und wenn Sie durch die Stadt gehen, finden Sie immer wieder Hinweise auf Noten und auf Guido, der eben für seine Notenschrift ja, bekannt war. Und er hat auf der einen Seite da eben eine Notation gefunden mit so Strichen, die Sie alle kennen, weil sich das heutige Notensystem daraus entwickelt hat. Und er hat auch, vergibt auch Buchstaben für die Noten, nämlich nach dem Alphabet A, B, C, D, E, F, G. Das sind eben 7 Noten. Die bilden dann eben Oktave, dann geht es wieder weiter mit der ersten Note. Wenn die dann höher werden, schreibt das in Kleinbuchstaben, und hat dann auch ein System, wenn es etwas niedriger werden, dann mit der griechischen Buchstaben dafür. Und das ist natürlich sehr abstrakt, damit eben gerade Schüler, die eben sich mit Musik beschäftigen, besser lernen können, was nun mit diesen Noten gemeint ist. Gibt es einen Hymnus, der sogenannte Johanneshymnus, den man singt, und da beginnt jeder Halbvers mit einem ja, neuen Ton, der immer etwas höher ist, immer einen Schritt höher. Und das wird dann eben mit diesen Linien dargestellt und den Noten, wie wir sie heute kennen. Und man nimmt dann erstmal nicht diese Bezeichnung A, B, C, D, E, die sich allerdings heute durchgesetzt hat, zumindest im deutschen, englischsprachigen Raum in Skandinavien. Da ist ja tatsächlich diese Bezeichnung, es gibt dann
meistens bei C los, C, D, E, F, G, A, H, C, H und B, da ist was passiert. Englisch passt es sogar noch so, wie es hier steht. Aber jetzt für den Hausgebrauch gab es dann eben diesen Hymnus, der eben als Merkvers galt und dann heißt eben die erste Note Ut. Ja, Ut Quia Laxis, Re, die nächste Note, weil das dann eben eine Note höher begann, Re sonare fibris, Mi registrorum, Fa molituorum, Sol voluti, La vireatum und dann Si und dann wieder Ut. Ja. Gut, das Ut lässt sich nicht so schön singen und das hat man dann später durch Do ersetzt und dann haben wir Do, Re, Mi, Fa, Sol. La, Si, und dann wieder Do. Das wäre dann eben C, D, E, F, G, A, H, C. Ja, genau. Ja, das ist dieser Vers. Nur ein Hymnus an den Heiligen Johannes. Es geht da eben um das Singen und deshalb hat der Komponist das gleich so gemacht, dass jeder Halbvers einen Ton höher beginnt. Ut quaeant laxis, re sonare fibris. Damit sie vermögen, also die schlaffen Stimmbänder, die Wunder deiner Taten, mi registrorum tuorum, zum Klingen zu bringen, resonare. Famuli sind die Schüler, die werden hier angesprochen. Das ist da reingesetzt, eine Art Sperrung, gestorum tuorum, dann kommen die Famuli tuorum. Ja. Na, löse die beschmutzten. Nee, Moment. Löse die Schuld der beschmutzten Lippen. Reatum, Schuld, Poluti Labi, ja, Heiliger Johannes. Ja, man hat eben beschmutzte Lippen, weil man eben was, weil man geflucht hat und eben unheilig gesprochen hat. Und das soll jetzt gelöst werden und dann kann man eben schön singen. Ja, das ist die Idee, die dahinter steht, hinter diesem seltsamen Text. Aber der Punkt ist eben, jeder Halbvers beginnt einen Ton höher und die Silben hat man als Merkverse für die Noten genommen, nämlich Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si und dann wieder Do. Also Ut zu Do. Und das sind ja die Notennamen, die wir im romanischen Raum vor allen Dingen finden, statt der Bezeichnung, die eben aber auch schon auf Guido zurückgeht mit dem ABCDE. Ja. Gut, jetzt genug zur Musik. Kommen wir zu den übrigen mathematischen Künsten, Arithmetik, Geometrie und Astronomie. Da haben wir zunächst mal die Arithmetik. Da wird gelehrt, was es so für Zahlen gibt und was die möglicherweise für Eigenschaften haben. Also schon so Sachen wie Primzahlen, ne, kannte man reelle Zahlen und so. Und die Eigenschaften dieser Zahlen wurde dort eben gelehrt. Und natürlich auch das Rechnen. Jetzt ein interessanter Aspekt. Hier habe ich diese Rechenzeichen mal aufgeführt und das sind Abkürzungen, sogenannte Abbreviaturen. Und zwar das erste Zeichen ist ja ein sehr vereinfachtes P mit einem Strich durch. Wir werden das P mit Strich durch noch in einem anderen Zusammenhang sehen. Und P mit dem Strich durch ist. Man kann natürlich per, pro oder sowas bedeuten. Aber wenn es ein R ist, dann macht man das immer so leicht schräg. Dann hat man ein X, das kommt gleich. Wenn das gerade ist, dann ist es eben in der Regel plus, plus. Ja? Und das ist tatsächlich das Pluszeichen, wie Sie wissen. Ne? Und was steht eigentlich plus? P mit diesem geraden Strich durch, eben die Abkürzung für plus ist und dass die Rundung oben von dem P ist weggelassen worden. Dann haben wir Minus, das ist ein M, was man durch einen Strich einfach nur noch darstellt, vereinfacht. Das ist ein Minus. Ja, und dann haben wir Per. Das ist jetzt ein etwas schräges P mit einem Strich durch. Ja, das sieht aus wie so ein X. Dann, weil sobald man eben die Rundung von P weglässt, ja, dann
Ja, der Strich von links oben nach rechts unten ist das P, da hat man die Rundung weggelassen, und der von links unten nach rechts oben ist dann das Zeichen für die Abkürzung. Ja, und der Schrägstrich, das ist eigentlich ein D für Divisus, ne, geteilt. Und ja, dann bleibt am Ende noch der Strich von dem D übrig, wenn man die Rundung wieder weglässt. Das sogenannte Abbreviaturen. Und mittelalterliche Texte sind voll von solchen Abbreviaturen, und viele davon sind untergegangen, einige sind auf uns gekommen, nämlich die mathematischen Zeichen, die Zeichen für die mathematischen Operationen sind auf uns gekommen. Das Zeichen für AD ist auf uns gekommen. Das kennen wir aus den Computern, das ist A mit diesem Kreis drum. Heute wird das meist Add-Zeichen bezeichnet, AT, was die englische Weiterentwicklung ist, möglicherweise aber aus dem Germanischen kommt, aber jedenfalls die eigentliche Abkürzung ist eben AD, das ist die lateinische Präposition. Dann haben wir, was haben wir noch? Add, ET, das ist das sogenannte Ampersand, dieses Und-Zeichen, was Sie alle kennen, wo eigentlich ein E und ein T ineinander geschrieben werden. Ja, wir werden noch Abbreviaturen sehen. Die sind halt für die mittelalterliche Schriftlichkeit von großer Bedeutung. Nicht nur, wenn Lateinisch geschrieben wird, aber vor allen Dingen wird Lateinisch natürlich geschrieben, sondern das findet sich dann sogar in den Volkssprachen wieder. So, dann haben wir die Geometrie. In der Geometrie wird über Flächen und Körper gesprochen. Die werden alle gezeigt, ne, wie die heißen, und eben auch einige ihrer Eigenschaften werden vermittelt im Bereich der Geometrie. Und die Astronomie kann man sich dann schon mal denken. Da geht es um die Himmelskörper, Sphären und Bahnen. Und Isidor in seinem dritten Buch, Kapitel 28, der Etymologiae, sagt auch genau, was die Aufgabe der Astronomie ist. Quid sit mundus, was die Welt ist. Da geht es eigentlich sogar um sowas wie Geografie. Also auch die Welt muss beschrieben werden mit den Erdteilen. Das gehört aber hier in den gleichen Bereich. Quid caelum, was der Himmel ist, oder caelum ausgesprochen. Na gut, mittelalterlich sicherlich schon caelum. Also was die Welt ist, sei, was der Himmel sei, was der Sitz der Sphären, der Sphäre, nee, Moment. Eigentlich müssten das die Sphären sein. Also das ist jetzt, weil das ja dann Genitiv Singular wäre, situs wäre. Die Sphärensitze. Ja, vielleicht ist das doch ein Plural, das Situs. Das könnte auch Plural sein. Und da geht es um die sogenannten Sphären. Man hatte die Vorstellung im Mittelalter, dass die Erde im Mittelpunkt steht und drumherum so Schalen, diese Sphären sind. Und an den Schalen hängen halt die Himmelskörper. Und diese Sphären, wo die sind, das beschreibt eben die Astronomie. Wir wissen inzwischen, dass es diese Sphären nicht gibt. Das ist dann aber erst in der frühen Neuzeit bekannt geworden. Nach der Erfindung des Fernrohrs, Sie wissen das wahrscheinlich alle, Galileo Galilei beobachtet dann den Jupiter und stellt fest, dass da irgendwelche kleinen Punkte drumherum gehen, die ihn offenbar umkreisen, die Jupitermonde. Und wenn der Jupiter umkreisbar ist, dann kann es diese Sphären nicht geben, denn dann würden ja diese Monde an die Sphäre stößen, Jupitersphäre, und die sind also nicht aufgehängt, sondern irgendwie sind die davon alleine. Und dann ist natürlich auch, wird natürlich auch festgestellt, dass die Sonne der Mittelpunkt unseres Universums ist und nicht die Erde. Ja, aber Isidor sieht das eben zu der Zeit noch anders. Ja, qui cursus solis et lune atque astrorum. No, welches der Lauf der Sonne und des Mondes, no, dachte man eben, kreisen alle um die Erde, an ihren Sphären. Dass wir um die Sonne kreisen, der Mond um die Erde, das war noch nicht klar. Atque astrorum, no, die Sterne eben auch, bewegen sich auch am Himmel.
Und ja, das war eben die damalige Vorstellung und das wurde eben in der Astronomie vermittelt. So, wenn man jetzt nun alles weiß, was zu vermitteln ist in den sogenannten freien Künsten, dann kann man halt mehr machen. Ja, da kann man sicherlich auch ein Handwerk lernen. Dazu braucht man eben Kenntnisse, Arithmetik, Geometrie unter Umständen. Also wenn man irgendwie Kathedralen bauen wollte, war das schon sehr praktisch. Oder vielleicht auch, also Astronomie war vielleicht wichtig, wenn man zur See fahren wollte oder so. Aber eben auch, wenn man sich irgendwie mit Wissenschaft beschäftigen wollte, in der damaligen Vorstellung, musste man jetzt weitergehen, aufbauend auf den Künsten. Und da gab es eigentlich vor allen Dingen drei große, Wissensbereiche, für die man vielleicht das Wort Wissenschaft verwenden konnte. Aber wie gesagt, die wissenschaftliche Methode gab es noch nicht. Das heißt also, es ist aus unserer Sicht dann schon mal so etwas wie Vorwissenschaft. Aber Wissenschaft bedeutet ja eben, dass was alles zum Wissen gehört. Und das waren eben die Gebiete, die halt wichtig waren. Das ist einmal natürlich die Theologie. Da gibt es das Wissen um Gott und die Engel, den Himmel und so. Das war für mittelalterliche Wissenschaft natürlich ein ganz wichtiger Bereich, eine eigene Fakultät eben auch an den Universitäten, im Bereich der Theologie. Und oh, Sie wissen, Augustinus, Zwei-Weltenlehre, das lässt sich halt nicht wegdiskutieren, das ist, spielt immer eine Rolle. Ja, was ist jetzt mit der Welt des Menschen? Oh, und da gibt es halt auch viel, was man wissen muss und erforschen kann. Ne? Die Steine und die Tiere und der Mensch selbst, zum Beispiel auch in der Medizin. Das war alles dem Bereich der Philosophia vorenthalten, die Philosophie. Ne? Und die Philosophie ist halt tatsächlich auch hier allumfassend. Also alles, was nicht mit Gott und den Engeln und dem Himmel zu tun hatte, war eben Philosophie. Natürlich ein Erbe aus der Antike, wo sich die sogenannten Philosophen ja auch mit allen möglichen Fragen beschäftigt haben. Und wie gesagt, das ist der Bereich der Philosophie. Dann später, also die freien Künste wurden ja zunächst so als Ausbildung oder die Unterweisung in den freien Künsten als Vorausbildung angesehen. Später wurde dann dieser ganze Bereich in die Philosophie, in die philosophische Fakultät, wenn wir so wollen, integriert. Ne? Und zwar als sogenannte Propädeutika, Propädeutikum im Singular. Das Wort spielt noch heute im Universitätsbetrieb eine Rolle, weil manchmal die Rede ist von den Proseminaren. Das sind eben propädeutische Seminare, Seminare, die auf die eigentliche Wissenschaft erstmal nur vorbereiten. Pro, vor der eigentlichen Unterweisung, die Pädeutika. Und das ist eben Pädeutikum, das ist eben die Vorlehre, wenn wir so wollen. Das wurde eben als sozusagen propädeutisch Bereich der Philosophie da mit integriert. Und dann haben wir die Jurisprudentia als dritte große Fakultät, die eben einen großen Wissensbereich hatte, den man also studieren musste. Man musste halt wissen, wie funktioniert Recht. Und das hat man eben historisch abgeleitet. Und im Mittelalter gab es ja jetzt keine, war es mit den Institutionen bisschen schwierig, da musste man eben wissen, wie haben das denn die Römer gemacht, um eben das fortzusetzen. Und eventuell gab es natürlich auch neue Gesetze, die man eben auch kennen musste. Deshalb war Rechtskunde ganz wichtig an den Universitäten. Und vor allen Dingen an der ersten Universität, die es gab in Bologna, stand gerade dieser Bereich Jurisprudenz, Jurisprudentia, Rechtskunde im Mittelpunkt. Also Bologna war vor allen Dingen eine Universität, wo man sich in Rechtskunde ausbilden lassen konnte. Und das bringt uns jetzt tatsächlich in den Bereich der Universitäten, die entstehen eben aus diesen Abteilungen Theologie, Philosophie, Jurisprudenz, wo man Dinge lernen muss, vertiefen kann, eben letztlich dann auch forschen kann.
Und in der heutigen, aus heutiger Sicht denkt man immer, ja, die Universität als Universität, weil sie alle möglichen Fächer da hat, nämlich die Universitas Literarum, die Universität der Fächer, also Literarum, nicht die Buchstaben, aber eben damit ist gemeint, sind die verschiedenen Fächer gemeint. Aber eigentlich war die ursprüngliche Bedeutung von Universität was anderes. Universitas war definiert als die Gemeinschaft der Lernenden und der Lehrenden, der Lehrenden und Lernenden, die Societas Magistrorum et Discipulorum. Societas Magistrorum et Discipulorum. Oder was ein bisschen moderner, mittelalterlicher aussprechen will, Societas Magistrorum et Discipulorum oder Societas Magistrorum et Discipulorum. Die erste Universität, die als solche gegründet wurde, natürlich gab es vorher auch schon Schulen und Ausbildungsstätte, oft natürlich in Verbindung mit Klöstern. Und jetzt gab es eben außerhalb der Klöster diesen Gemeinschaften, die auch besonderen Status hatten. Die konnten sich eben selbst verwalten, die hatten eine eigene Gerichtsbarkeit und so. Das war eben gerade im Mittelalter, wo die Lage eben insgesamt ein bisschen schwierig war, auch wichtig, ne? Die Gelehrten konnten eben nicht wenn die nur für einen Adligen arbeiteten, der sie schützt, das war vielleicht nicht so gut. Die sollten halt zusammenarbeiten und deshalb hat man eben diese neue Einheit der Universität geschaffen. 1158 in Bologna, wie gesagt, da ging es vor allen Dingen um Rechtskunde. Da kamen dann später andere Abteilungen, die Theologie und die Philosophie noch dazu. Da wird immer gesagt, Bologna sei die erste Universität, obwohl es nicht so ganz stimmt. Da es natürlich Vorformen schon ab dem 5. Jahrhundert in Rom und Konstantinopel gab, wo man auch schon eben Rechtskunde lehrte, Philosophie lehrte, eben auch Theologie. Ne? Augustinus wurde natürlich gelehrt. Nur nannte man das eben im Grunde erst seit Bologna dann Universität. Ne? Später gab es das auch in Paris, also nicht schon im 5. Jahrhundert. Die Pariser Universität, die erst 1208, 9, das heißt erst, das ist schon sehr früh, aber eben nach Bologna als Universitas gegründet wurde, aber baute auf Vorformen der Universität, die es eben auch schon etwas früher in Paris gab. Seit 1200 dann in Oxford auch, da gab es sicherlich auch schon Vorwurm, die eigentliche Universität ist eben dann zum ersten Mal erwähnt, 1200, bei 1208, 9 in Paris geht es eben auch um die erste Erwähnung als Universitas. Ne? Weitere dann 1224 in Neapel und jetzt in unserer Nähe mehr, 1347 Prag, da wird immer gesagt, die erste im damals deutschsprachigen Raum. Aber natürlich ist die Sprache der Universität Latein. Also wurde in Prag natürlich Latein gesprochen und auch an der Pariser Universität war Latein die Sprache der Ausbildung. Das lernte man ja zunächst Propedeutisch und dann wurde auf Latein gelehrt. 1365 in Wien, 1386 in Heidelberg, und wie gesagt, auch Latein, auch wenn wir jetzt endlich tatsächlich auch in Deutschland angekommen sind. Na gut, Prag und Wien gehören natürlich auch zum Deutschen Reich in der Zeit. Neapel im Grunde auch. Neapel ist auch eine Gründung durch die Staufer, aber eben für die Untertanen in Süditalien und Sizilien, weil ja dort die Staufer auch herrschten. Dann 1388 in Köln, dann nochmal eine Besonderheit, weil das eben in Köln tatsächlich so als städtische Einrichtung gegründet wurde. 1389 in Erfurt, 1409 in Leipzig
Und dann gibt es immer mehr Universitäten. 1647 Bamberg, das hatten wir schon gehört. Das hat nochmal eine besondere Geschichte. Da ging es um die Gegenreformation. Aber es ist dann eben auch wieder eine lateinische Universität, wenn auch eine neuere. Und Sie sehen auch, 1647 ist schon auch lange her. Na, dann gab es dann, Sie wissen, das ist dann unterbrochen gewesen in der napoleonischen Zeit. Das gilt übrigens auch für Köln. Das wird in Köln immer gerne verschwiegen. Die sagen immer hier, wir sind hier die Erste. Und da Prag eben nicht mehr zu Deutschland gehört und Wien eben auch nicht, wird manchmal Heidelberg so ein bisschen vergessen und gesagt, ja hier, ne, wir sind so eine der Ersten, wenn nicht die erste deutsche Universität. Aber die hat nicht die ganze Zeit bestanden. Die war zwischendurch schon wieder geschlossen. Bei Bamberg wird das ernst genommen, bei Köln wird das nicht ernst genommen. Also in Bamberg gibt es ja dann die Neugründung in den 70er Jahren. In Köln war die Neugründung etwas früher. Das Problem in Köln ist, dass es auch keine Kontinuität gibt, während es die Kontinuitäten in anderen Standorten gibt. In Bologna, in Paris, in Oxford, in Neapel, in Prag. Die haben die Kontinuität. Prag ist natürlich die Karls-Universität, inzwischen eine tschechische Universität, aber sie hat eben diese lange Tradition von Latein über Deutsch zu Tschechisch. Wien, Heidelberg hat die Tradition, Köln ist dann immer etwas schwieriger. So, die Frage, die sich stellt, sozusagen zum Schluss, ist denn tatsächlich nur Latein gesprochen worden? Naja, gesprochen wissen wir schon sowieso nicht, aber genutzt worden im Mittelalter, also als Schriftsprache genutzt. Das ist ja der interessante Punkt. Und natürlich wissen Sie, dass das nicht der Fall ist. Nicht nur Latein, sondern auch tatsächlich dann romanische Sprachen, wenn es wichtig wurde. Wir haben hier es eben mit einem Text zu tun. Und da ist aus einer lateinischen Chronik, die ist natürlich auf Lateinisch abgefasst und auch dieser romanische Teil ist so ein bisschen so geschrieben, als wäre er lateinisch, mit sogenannten Abbreviaturen, werden wir dann gleich noch sehen. Und da brauchte man jetzt eben die damaligen gesprochenen Sprachen, denn es geht eben in diesem eigentlich lateinischen Text darum, das ist eine Chronik, dass die Enkel von Karl dem Großen das Reich aufteilen, oder vielmehr Ludwig der Fromme tut das für seine Söhne. Er hat drei Söhne. Und nach dem damaligen Erbrecht wurde eben das Erbe aufgeteilt. Der eine Sohn, Karl, der Kahle, Charles de Chauve, genau, bekommt den westlichen Teil, also dann das spätere Frankreich, oder den größten Teil des späteren Frankreichs, denn da gibt es noch einen Teil in der Mitte, Lothringen, sehen Sie schon am Namen, Lotharingen, das ist eben das Gebiet von Lothar, und der Name hält sich bis heute, Lothringen. Das war auch, glaube ich, der älteste Sohn, der eben hier das Kernstück des Reiches bekommt und der östliche Teil geht an Ludwig den Deutschen, Louis le Germanique auf Französisch, ne, ein Teil, wo man eben keine romanische Sprache spricht, sondern was anderes und das macht sich eben hier in seinem Namen bemerkbar. Und die beiden, Ludwig der Deutsche und Karl der Kahle, verbünden sich gegen Lothar. Und jetzt müssen sich natürlich Treue schwören. Und wichtig ist eben, dass die Gefolgsleute, Soldaten, Vasallen und so, eben auch genau wissen, wie das hier funktioniert, dass die beiden sich vertrauen. Und das heißt, sie schwören Treue, aber tun das jetzt natürlich in der Sprache, die die Gefolgsleute verstehen, und zwar immer die der anderen. Das heißt, Ludwig der Deutsche spricht jetzt für die Anhänger von Karl dem Kahlen einen Eid auf, ich sage jetzt mal Altfranzösisch, wir werden dann gleich sehen, was das genau ist, also in der Sprache, die diese Leute dort
sprechen. Und nicht auf Lateinisch, weil die das sonst nicht verstehen würden. Jedenfalls nicht richtig. Und Karl der Kahle spricht auf Deutsch, also auf Althochdeutsch ist das natürlich, damit die Gefolgsleute von Ludwig dem Deutschen eben verstehen, was hier gesagt wird. Der Text ist praktisch identisch, liegt aber jetzt in diesen beiden Sprachen vor und so ist er eben auch dort dann aufgeschrieben. Hier haben Sie eine frühe Handschrift im Faksimile, so sieht der Text aus und da kann man dann gleich nochmal sehen, wie solche Texte funktionieren. Sie sehen links meine Transkription und ich habe jetzt versucht, eine sogenannte diplomatische Transkription zu machen. Das heißt, ich habe geguckt, was ist da, steht da im Text und das irgendwie nachzuahmen, indem ich Abkürzungen auflöse. Ne? Also das, was nicht im Text steht, was also eine Abkürzung ist, habe ich dann hier in Klammern eingefügt. Wenn Sie gleich das zweite Wort anschauen, pro Deo, also um Gottes Liebe, pro Deo amor, amor. Und da sehen Sie nur Do mit so einem Strich drüber im Text, wenn Sie sich das anschauen in der ersten Zeile. Und ich habe jetzt eben das E ergänzt. Und dann nach amor kommt, ja, das kann man schlecht erkennen, aber das ist so ineinander, wie eben der Ampersand, ein E und ein T. Das sehen Sie später auch nochmal. Wenn Sie weiter unten gucken, kommen wir dann auch noch drauf. Immer dieses E und das T, so eine besondere Abkürzung. Und die habe ich jetzt einfach aufgelöst und das ist eben dann in Klammern geschrieben, ET, weil ja nicht Wirklichkeit ET da steht. Später steht sogar an einer Stelle wirklich aufgeschrieben ET. Aber sonst immer dieses verschliffene E und T, also zu dem sogenannten Ampersand verschliffene. Und das habe ich da jetzt immer in Klammern geschrieben, weil das da nicht wirklich steht, sondern da steht eine Abkürzung dafür. Und beim nächsten steht nur das P mit dem Strich, das kennen Sie schon, das ist eben dieses Por, Per, aus dem das X geworden ist für das Multiplikationszeichen. Da sehen Sie es, P unten mit diesem Schrägstrich. Und das habe ich dann auch aufgelöst hier. Ich habe dann das P geschrieben, was man noch so halbwegs erkennen kann. Und dann OR in Klammern. Ja, und dann ist Christus abgekürzt mit Chi, Rho, Jota. Und das habe ich natürlich auch aufgelöst in Christi. Ne? Chi, Rho, Jota. Ne? Diese griechischen Buchstaben sind die Abkürzung für Christi. Und dann steht da an, Christian. Ne? Und das christliche Volk. Ja, wie gesagt, Sie sehen da immer die Auflösungen. Da sind immer noch so Punkte im Text, so hochgestellte Medianpunkte nennt man das. Die habe ich hier auch dann entsprechend eingebaut. Da hatte ich das Zeichen, da musste ich dann eben kein Sonderzeichen sehen, schreiben. Manchmal wird dann in den Texten auch ein normaler Punkt verwendet, wenn man dieses hochgestellte Zeichen nicht hat. Ja, und was heißt das jetzt? Naja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dieses Altfranzösisch hier zu lesen, was noch relativ nah am Lateinischen tatsächlich dran ist. Also es ist tatsächlich so ein bisschen ein Übergang, aber es ist schon nicht mehr Lateinisch. Und um es besser zu verstehen, habe ich jetzt mal dem althochdeutschen Text gegenübergestellt. Das ist jetzt keine diplomatische Transkription. Gerade die Satzzeichen, die da drin sind, sind natürlich modern. Ich habe das abgeschrieben. Also diesen Text findet man leicht im Internet. Und ich bin jetzt kein Experte für Althochdeutsch, deshalb da eine diplomatische Transkription zu machen. Also man findet natürlich auch das Faksimile. Aber das war mir dann so anstrengend, das habe ich dann einfach mal übernommen, denn wir wollen uns ja hier nicht so sehr mit dem Althochdeutschen beschäftigen, aber das hilft uns beim Übersetzen. Also, da haben wir pro Deo amor et por Christian Poblo et nostro comun salvament.
Ja, kann man schon gut verstehen, wenn man romanische Sprachen kann. Aber ich verstehe es natürlich vielleicht noch besser, wenn wir das deutsche Pendant dazu nehmen, in Gottes Minna, in den des Christa des Volkes, in unser Bedero gehalten ist sie. Ja, da kann man vielleicht ein bisschen was verstehen. Also Gottes Willen sozusagen. Und also dem guten Willen oder der Liebe des christlichen Volks, ne, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zum christlichen Volk und wegen unserer gemeinsamen Rettung, ne, ja, von diesem Tag an, dies die in der Wann, oder von diesem Tage framordes, ja, diesem Tag an, dies die in der Wann, also mir fällt das Romanische leichter, in quam Deus savir et pudir medunat. Ja, Sie sehen, es ist eine Scripta continua zum Teil, also Wörter werden einfach zusammengeschrieben, medunat, ja, sei me. Medon, ne? Medon, also zwei Wörter, medunat, zusammengeschrieben. Ja, jetzt ist das so, fram, so mir Gott, gewiss sie, das ist also Savir, genau, wissen, in die Macht, podir, Macht, furgibit, wenn, sofern mir Gott Wissen und Macht gibt. Genau. Si salvareo, das ist wieder alles zusammengeschrieben. Si, ja, salvarei, werde retten, werde helfen. Eo, ich, und da steht es auf Deutsch so, heilig. Ah ne, Moment. Doch, ja. So, heilig desan minan Brudern. Also diesen meinen Bruder, da haben wir auch. Sismer und Fradrich Carlo. Der Name fehlt jetzt hier. Das wäre dann Ludwig. So, so man mit Recht, du sind dann Bruders Skal. Wer ist das hier? Heil dich. Ah, heil dich ist. Si salvarei, sismer in fratre calo, et in adiuna, in Hilfe, et in cada una cosa, no, in jeder anderen Sache. Das ist doch ein bisschen anders. No. Sicum om perdreit son fratra salvadift, no, so wie man rechtmäßig seinem Bruder hilft, müsste man vielleicht mit Salvar müsste man mit helfen vielleicht übersetzen müssen. Seinem Bruder helfen muss, Dift ist Debit, no, man muss. Om, Mann, Dift. Und genau, man mit Recht zu Sinan Bruder Skal, no, Skal soll, ja, hier, Dift. Inuquit il mi altre si facet. Na, da haben wir wieder eine Zusammenschreibung, mi altre. In Theodas wahrscheinlich, mich so samatur. Ja, so, genau so tut, so samatur. Was eben hier il mi altre si facet. Indi, wieder und, da steht et, abluder von Lothar. Abluda, null pleit, numquam, frin drei, qui meon vol, sis meon fratre carne in damno sit. Und das steht hier. Indi mit luderen, in nochenium thing, negegango, theminan willon, imo, c, skaden werden. Ne? In damno sit, das Skaden werden, also zu Schaden werden, zu Schaden werden, C, Skaden werden. Ja.
Also, und von, also das übersetze ich mal wieder das Französische, Altfranzösische, und von Lothar werde ich keine Vereinbarung, ne, Pleit, was ist das hier? In die Lutheran in noch eine Thing, die gegangen war. Keine Vereinbarung werde ich nie nehmen, bin 3. Quimeon vul, te minan willam, ja, gemäß meinem Willen, diesen meinem Bruder Schaden. Ja. Ich werde also keine Vereinbarung nehmen, die diesem meinem Bruder Karl schaden würde. Ja. Ja, gut, haben wir also das einigermaßen übersetzt, diesen Text. Und wie gesagt, diese beiden Versionen wurden dann dort eben geschworen. Ja, das ist nicht der einzige frühe romanische Text. Dieser ist ja sogar auch erst im 10. Jahrhundert aufgeschrieben worden, also etwas später, oder sagen wir gegen Ende des 9. Jahrhunderts. Aus ungefähr der gleichen Zeit, Ende des 9. Jahrhunderts, haben wir auch eine Heiligenlegende, die auf Romanisch verfasst wurde, die eben auch also zum Singen war. Da sind wir eben im Bereich Literatur, und da bricht dann eben auch zuerst die romanische Sprache ein. Hier haben wir es, die Eulalia-Sequenz. Gut, die Zeit von 1,5 Stunden ist um, und ich bin noch nicht so ganz so weit gekommen, aber wir sind jetzt eben schon über das Lateinische hinaus. Das passt eigentlich ganz gut. Dann würde ich in der nächsten Woche dann auf diese frühen romanischen Texte eingehen und überhaupt auf den romanischsprachigen Anteil des Mittelalters, der eben auch kulturell sehr wichtig ist und sehr anders ist. Und das deutet sich hier in der Eulalia-Sequenz schon an, weil wir dann so ein bisschen in den Bereich der Literatur kommen. Das machen wir das nächste Mal. Die Folien können Sie sich ja schon ansehen. Das sind schöne Texte. Und ich verabschiede mich hier erstmal. Der erste Teil war sozusagen das lateinische Mittelalter, und jetzt haben wir als Teaser schon gesehen, dass sich die Volkssprachen da, wenn es jetzt besondere Umstände gibt, bei der Eulalia-Sequenz müssen wir das nochmal klären, und dann eben auch bei den Texten, die noch kommen werden, wo wir dann den Einbruch der Romanität haben, wo dann eben nicht mehr nur noch lateinisch geschrieben wird. Und auch das macht eben das Mittelalter aus, während eben die Schriftsprache Latein die ganze Zeit vorherrscht und das Mittelalter eigentlich charakterisiert, kommen eben neue sprachliche Phänomene auf, und nicht nur sprachliche, sondern eben auch kulturelle Neuerungen. Und das Mittelalter ist nicht einfach nur eine dunkle Zeit, sondern da tut sich sehr viel, auch Erneuerungen, die uns bis heute bewegen. Und das möchte ich Ihnen das nächste Mal dann nahebringen. Ja, dann hören wir hier erstmal auf. Sie haben ja jetzt schon mal genug Material für diese Woche. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Und dann muss ich noch gucken, ob dann ja, nur Vortrag und auch noch ein Treffen zum Feedback geben. Was wir dann noch mal genau sehen. Also einstweilen erstmal, ja, haben Sie ja genug zum Verdauen, und Sie können sich das alles auch nochmal in Ruhe anschauen. Ja, vielen Dank und bis nächste Woche.